Was? Die Simpsons haben schon wieder die Zukunft vorausgesagt und ich zeige euch die Beweise. Das hier ist das aktuelle 9-Euro-Ticket, damit kann man Bus und Bahn fahren. Und schaut mal, was die Simpsons vor 25 Jahren vorausgesagt haben. Hier ist der Beweis. Hier, guckt euch das an. What? Das ist das 9-Euro-Ticket, das wird am Mittwoch in Kraft treten. Nun ist es so, dass wir merken, dass es eine große Ansturm auch gibt auf das 9-Euro-Ticket. Das zeigt ja auch, wie viele Menschen eben keine Möglichkeit haben, mobil zu sein, weil sie sich die Preise nicht leisten können. Dass viele Menschen sagen, jetzt kann ich endlich mal wieder Verwandte besuchen oder Freunde besuchen. Das konnte ich mir die ganze Zeit nicht leisten angesichts der hohen Bahnpreise. Es ist für 3 Monate. Und was wir aber brauchen, ist eine dauerhafte Senkung der Fahrpreise und mit perspektivisch hin zum Nulltarif. Und natürlich müssen auch Bus und Bahn massiv ausgebaut werden, weil wir werden das natürlich in den nächsten Wochen sehen, dass wir auch Kapazitätsprobleme haben. Das heißt, wir brauchen einen verstärkten Einsatz von Bussen. Wir brauchen eine Reaktivierung von Bahnstrecken und von Bahnhöfen, weil die günstigen Fahrpreise reichen ja nicht aus, ja, wenn vor Ort kein Bus fährt. Ja? Also wenn die Leute sagen, schön, hier ist mein 9-Euro-Ticket, aber wo ist jetzt der Bus?